Die Stadt drumherum von Mira Lobe. Die kleine Stadt lag dicht am Wald. Wo die Häuser aufhörten, fingen die Bäume an. Oder wo die Bäume aufhörten, fingen die Häuser an. Wie man will, alle freuten sich darüber. Die Kinder, weil sie nicht auf der Straße spielen mussten. Die Großen, weil sie am Sonntag kein Auto brauchten, um ins Grüne zu kommen. Die alten Leute, weil sie statt in ihren Stuben zu hocken unter hohen Bäumen saßen. Sie hörten den Vögeln zu und sagten, so ein Vogelkonzert ist schöner als Radiomusik. Nur einer freute sich nicht, der Bürgermeister. Tag und Nacht saß er an seinem Schreibtisch und überlegte, wie aus der kleinen Stadt eine größere werden könnte. Niemand durfte ihn stören. Nicht einmal seine Kinder Julius und Juliane. »Hinaus«, rief er, als sie hereinkamen, »ich denke nach.« »Worüber?«, fragten Julius und Juliane. »Über unsere größere Stadt. Ihr bekommt eine neue Schule mit viel mehr Platz.« »Müssen wir da auch viel mehr lernen?«, fragte Julius. »Kannst du nicht lieber eine Stadt ohne Schule bauen?« »Dummkopf«, sagte der Bürgermeister. »So dumm redet nur jemand, der dringend eine größere Schule braucht.« »Bekommen wir auch einen großen Zoo?«, fragte Juliane. »Und einen großen Rummelplatz?«, fragte Julius. »Fort mit euch«, rief der Bürgermeister. »Rummelplatz und Zoo, sonst gehen wir nicht weg.« Die beiden setzten sich rechts und links vom Bürgermeister auf den Schreibtisch und baumelten mit den Beinen. »Also gut, Rummelplatz und Zoo«, brummte der Bürgermeister. Julius und Juliane rannten in den Wald zu den anderen Kindern. »Wir bekommen eine größere Schule«, erzählten sie. »Und einen großen Rummelplatz mit Achterbahn und Luftschaukel und einen Zoo mit großen Elefanten und großen Löwen und großen...« »Fein«, sagten die Kinder. Sie freuten sich auf die Löwen und die Achterbahn und es gab sogar zwei oder drei, die sich auf die Schule freuten. »Fein, und jetzt gehen wir spielen!« Die Buben gingen zum Teich, Schiffchen schwimmen lassen. Die Mädchen gingen zu den drei Tannen zwischen den Wurzeln, pflanzten sie grüne Moosgärten. Unterdessen saß der Bürgermeister an seinem Schreibtisch und grübelte weiter nach, wie aus der kleinen Stadt eine größere werden sollte. Aber so sehr er sich auch anstrengte, er wusste nicht, wohin mit den vielen neuen Häusern, mit der Schule, mit dem Zoo, mit dem Rummelplatz. Er hatte schon 99 Pläne gezeichnet, da endlich beim 100. fiel es ihm ein. Der Wald musste weg. »Hurra«, rief der Bürgermeister, »was bin ich doch für ein kluger Kopf. Morgen früh fangen wir an. Morgen kommen die großen Bagger, die Erdumhacker, die Bäumeumschmeißer, die Wurzelausreißer. Wir werden schöne Häuser bauen, Riesenhäuser und ein Riesenfabrik und einen Riesenbahnhof und ein neues Riesenpostamt.« Er sprang auf und schwenkte den 100. Plan wie eine Fahne. »Fort mit mir!« und spornstreichs rannte er in den Wald. Auf einer wackeligen alten Bank saßen ein paar alte Leute. Dort blieb er stehen. »Alles kommt weg!« rief er. »Die Bäume, die Büsche, das ganze grüne Gemüse. Hier bauen wir ein Hochhaus her und darunter eine Tiefgarage.« Die alten Leute erschraken. »Ein Tiefhaus? Eine Hochgarage? Ist es schon beschlossen?« »Jawohl, beschlossen!« Der Bürgermeister schwenkte den 100. Plan und rannte weiter. Unter den drei Tannen pflanzten die Mädchen winzige Bäume in ihre Moosgärten und ließen Zapfentiere und Eichelmännchen mit Hagebuttenköpfen auf den Wegen herumspazieren. »Alles kommt weg«, rief der Bürgermeister. »Hier bauen wir ein Kaufhaus her, 10 Stock hoch mit Raketenrolltreppen, daneben ein Bürohaus, 20 Stock hoch mit Düsenfahrstühlen, daneben ein Hotel, 30 Stock hoch
mit einem flachen Dach, damit die Hubschrauber landen können. Daneben, er wischte sich den Schweiß von der Stirn, fächelte sich Luft zu. Es wurde ihm heiß, wenn er an all die hohen Häuser dachte. Die kleinen Mädchen waren stumm vor Schreck. Zwei Eichelmännchen fielen um vor Schreck. Ein Zapfentier verlor den Kopf vor Schreck. Es fiel ins Moos und rollte weg vor Schreck. »Aber Vati«, rief Juliane, »du machst wohl Spaß. Das wirst du, das kannst du, das darfst du doch nicht tun.« »Kein Spaß, es ist beschlossen.« Die kleinen Mädchen fingen an zu weinen. »Wir wollen keine Bürohäuser. Wir wollen lieber unsere Moosgärten behalten.« Der Bürgermeister tat, als höre er nicht, und rannte weiter zum Teich. Die Buben saßen am Ufer, rauchten Eichelpfeifen und schauten zu, wie die Frösche nach den blitzblauen Libellen schnappten. »Alles kommt weg«, rief der Bürgermeister. »Der Teich wird zugeschüttet, die Boden glatte wälzt und drunter bauen wir eine U-Bahn und obendrauf ein neues Rathaus, ein Riesenrathaus. Denn wenn unsere kleine Stadt erst eine große ist, dann braucht der Bürgermeister auch ein großes Rathaus.« Die Buben machten trotzig Gesichter. Sie hatten nichts gegen die U-Bahn, auch nichts gegen die Raketenrolltreppen und Düsenfahrstühle. Aber sie hatten sehr viel dagegen, dass man ihnen den Wald und den Teich wegnahm. »Wo sollen wir denn unsere Schiffchen schwimmen lassen?« fragten sie, und Julius rief: »Das ist doch nicht dein Ernst, Vati!« »Doch, mein Ernst«, sagte der Bürgermeister. »Es ist beschlossen. Morgen früh geht es los.« Und spornstreichs rannte er hinaus aus dem Wald, hinein in die kleine Stadt, zurück in sein kleines Rathaus. Dort setzte er sich an seinen kleinen Schreibtisch und bestellte durch sein kleines Telefon die großen Bagger, die Erdumhacker, die Bäumeumschmeißer, die Wurzelausreißer. Außerdem bestellte er einen größeren Schreibtisch und ein ganz großes Telefon. Die kleinen Mädchen liefen weinend zu den Buben am Teich. »Habt ihr gehört? Alles kommt weg. Unsere Moosgärten, unsere Zapfentiere, der ganze Wald.« Die Buben rauchten ihre Eichelpfeifen und blickten finster auf den Teich, wo zum letzten Mal ihre Schiffchen schwammen. »Keine Moosgärten mehr«, klagten die kleinen Mädchen. »Keine Maiglöckchen zum Muttertag. Keine Himbeeren für Himbeermarmelade.« Sie weinten bitterlich. Ihr Weinen stieg auf und blieb in den Zweigen der großen Eiche hängen. Die Buben spuckten ihre Eichelpfeifen ins Wasser. »Maiglöckchen, pah! Himbeermarmelade, pah! Aber wo werden wir unsere Räuberhöhlen bauen und unsere Wigwams? Und wie sollen wir ein Bleichgesicht hinterm Busch auflauern, wenn keine Büsche mehr da sind? Oder eine feindliche Rothaut an den Baum binden, wenn es keine Bäume mehr gibt?« »Ja, richtig«, rief Juliane. »Wo werdet ihr Indianer spielen? Auf der Straße etwa? Kann ein Winnetou das Kriegsbeil auf der Straße ausgraben?« »Nein«, riefen alle Buben, »das kann er nur im Wald.« »Und wenn der Wald weg ist?« »Dann kann er es gar nicht.« Die Buben ballten die Fäuste. Sie redeten laut und zornig durcheinander. »Nie mehr Schiffchen schwimmen lassen, nie mehr Räuber sein, nie mehr Indianer sein.« Ihr Zorn stieg auf und blieb in der alten Eiche hängen. Da kamen die alten Leute durch den Wald. Sie kamen langsam und bekümmert. Am Deich blieben sie stehen und seufzten. »Habt ihr gehört, Kinder? Der Wald soll weg.« Ihre Seufzer stiegen auf und blieb in den Zweigen der großen Eiche hängen. Die Buben zogen ihr Schiffchen an Land, die Mädchen holten ihre Zapfentiere und Eichelmännchen. Traurig gingen die Kinder hinter den traurigen alten Leuten her, zurück
in die kleine Stadt. Habt ihr gehört? Zwei Hasen sprangen über den Weg, ein Eichhörnchen huschte den Baumstamm herab, ein Käfer krabbelte durchs Moos. Wir haben es gehört, schnaubte das Wildschwein wütend. Unser Wald soll weg! Von allen Seiten kamen die Tiere gelaufen, geflogen, gekrochen. Morgen früh fangen sie an, klagte der Igel. Morgen kommen die großen Bagger. Die Erdumhacker, maulte der Maulwurf. Die Bäumeumschmeißer, piepsten die Vögel. Die Wurzelausreißer, jammerten die Mäuse und drangen die zarten Pfoten. In den Zweigen der großen Eiche blieb alles hängen. Der Mäusejammer und die Igelklage, der Kummer der Käfer und die Wut des Wildschweins. Habt ihr gehört? Quakten die Frösche. Unser Teich wird zugeschüttet. Die Libellen zuckten übers Wasser und die silbernen Fische schossen aufgeregt umher. Weiß denn niemand einen Rat? Die Bäume schüttelten ihre Wipfel, rauschten betrübt und ließen die Blätter hängen. Der ganze Wald war ein einziges Raunen, Jammern und Klagen. Und das ging so, bis der Abend kam. »Was ist los?« fragte der Mond, als er hinter dem Wald aufstieg. Statt aller Antwort fing die Nachtigall an zu schlagen. Sie saß auf dem Heckenrosenstrauch und sang und schluchzte. Als sie fertig war, wusste der Mond Bescheid. »Da kann nur einer helfen«, sagte er. Die kleine Frau Hullewulle. Und er schickte eiligst einen Mondstrahl in den hohlen Stamm der großen Eiche. Der Bürgermeister saß mit seinen Kindern beim Nachtmahl. Julius stocherte in seinem Essen herum. Juliane schob den Teller fort. »Schmeckt es euch nicht?« fragte der Bürgermeister. »Dann schmeckt es mir nämlich auch nicht. Allein mag ich nicht essen.« »Vati«, sagte Julius, »wir wollen mit dir über den Wald sprechen.« »Da gibt es nichts zu sprechen. Mischt euch bitte nicht in meine Angelegenheiten.« »Es ist nicht nur deine Angelegenheit«, sagten Julius und Juliane. »Es ist auch unsere. Sehr sogar.« Der Bürgermeister legte Messer und Gabel hin. Wollt ihr denn nicht, dass unsere kleine Stadt größer wird? Soll sie nicht wachsen und immer schöner werden? Alles wächst, Tiere und Bäume? Außer, wenn du die Bäume umhauen lässt und die Tiere vertreibst. Das ist der Lauf der Welt, sagte der Bürgermeister. Das verstehst du nicht, Julchen, weil du ein Kind bist. Was habt ihr nur gegen neue Fabriken? »Das verstehst du nicht, Vati, weil du kein Kind bist«, sagte Juliane. »Allerdings nicht«, grollte der Bürgermeister. »Gute Nacht«, er hielt ihnen die Wange hin. »Na, kein Gute-Nacht-Kuss, kein Schlaf gut und träume süß?« Die beiden schüttelten stumm die Köpfe, gingen aus dem Zimmer. Als sie schon im Bett lagen, fragte Juliane den Bruder. »Können wir denn gar nichts machen?« »Mir tut der Wald so leid, die Tiere und die Bäume. Fällt dir denn gar nichts ein?« »Doch!« Julius sprang aus dem Bett und holte einen Stoß alter Aktendeckel, die haufenweise im Rathaus rumlagen und die keiner mehr brauchte. Blau und rosa, grün und gelb. Julius nahm einen dicken Filzstift und malte auf den ersten Deckel. »Ich bin 100 Jahre alt.« »Stimmt nichts«, sagt Juliane, »eine Null zu viel.« »Sei still, wart's ab«, Julius malte weiter. »Ich möchte gern 1000 werden, haut mich bitte nicht um.« »Ah«, rief Juliane, setzte sich neben ihn und bemalte den nächsten Aktendeckel. »Vorsicht, Hasenwohnung!« Sie waren beide eifrig bei der Arbeit, als sie Schritte hörten. Der Bürgermeister kam nachschauen, ob seine Kinder schliefen. Im Nu verschwanden die zwei in ihren Betten, die Aktendeckel ebenfalls.
Wieso schlaft ihr noch nicht?", fragte der Bürgermeister und setzte sich zu Juliane ans Bett. "Wegen der größeren Stadt? Wir bekommen doch auch einen neuen Funkturm mit einem Restaurant hoch oben, das sich dreht. Wird euch das nicht Spaß machen?" "Nein", sagten Julius und Juliane. "Nein." "Schade. Trotzdem möchte ich, dass ihr mir gute Nacht sagt, wie immer." "Gute Nacht." "Schlaf gut, träume süß." "Na also", brummte der Bürgermeister und drehte das Licht aus und verließ das Kinderzimmer. "Jetzt habe ich gelogen", flüsterte Juliane. "Ich wünsche ihm keine süßen Träume. Er ist zwar unser Vati und ich habe ihn auch lieb, aber heute wünsche ich ihm keine süßen Träume." "Ich auch nicht", gähnte der Bruder. Er war sehr müde. "Du Julius, wollen wir das Schild mit den 100 Jahren an die große Eiche hängen? Dort, wo vielleicht..." Juliane wisperte geheimnisvoll ins dunkle Zimmer. "Dort, wo vielleicht die kleine Frau Hulle-Wulle wohnt?" Der Bruder murmelte schlaftrunken. "Na geh, an sowas glaube ich nicht." "Aber ich", stellte Juliane fest, "aber vielleicht lässt sich sie den Vati heute Nacht schlecht träumen. So wie dich damals, als du den Frosch in das enge Marmeladeglas gesperrt hast. Weißt du noch?" Sie bekam keine Antwort. Julius war eingeschlafen. Die kleine Frau Hulle-Wulle war ein Waldgeist. Ein freundliches kleines Gespenst, das die Abwechslung liebte. Im Sommer war ihr Haar grün, im Herbst rot, im Winter weiß. Manchmal hatte sie Lust zum Spuken, besonders in finsteren Nächten. Da ritt sie auf einer schwarzen Rabenfeder durch die Lüfte, heulte mit den Wölfen, tanzte mit den Irrlichtern, riss die Nixe immer feucht an den nassen Zöpfen und pustete dem mürrischen Wassermann die Wasserpfeife aus. Die ganze Nacht spukte und geisterte sie und benahm sich wie ein echtes Gruselchen. Andern Tags saß sie wieder friedlich auf einem Ast neben ihrer Wohnung. Kämmte sich das rote oder grüne oder weiße Haar, bellte, grunzte, gackerte wie ein Huhn und legte sogar ein Ei, nur so zum Spaß. Sie konnte nämlich ein bisschen zaubern, weil ihre Großmutter eine Hexe gewesen war. Am besten zauberte sie bei Vollmond. Da erfüllte sie jedem im Wald seinen Lieblingswunsch. Als der Mondstrahl sie heute weckte, miaute Frau Hulle-Wulle wie ein Kater, setzte sich auf ihren Ast, kämmte ihr grünes Haar. "Vollmond", miaute sie, "da habe ich viel zu tun. Drei Heupferdchen wollen groß sein wie richtige Pferde, wollen wiehern statt zirpen, wollen laufen statt hüpfen wollen." Sie hielt plötzlich inne. Der Kamm blieb mitten in der Luft. "Nanu, was war denn das?" Sie guckte hinauf, sie guckte hinunter, sie verrenkte sich fast den Hals. Was hing denn da in den Zweigen? Über ihr hing das Weinen der kleinen Mädchen. Nicht weit davon der Zorn der Buben. Zwar erst tiefer hingen die Seufzer der alten Leute, noch tiefer die Igelklage, der Mäusejammer, die Wut des Wildschweins, der Kummer der Käfer und all der anderen Tiere. Die kleine Frau Hulle-Wulle kletterte von Ast zu Ast. "Nein, sowas", rief sie empört. Hoch oben fand sie als letztes den Nachtigallenschluchzer. "Unglaublich", schimpfte die kleine Frau Hulle-Wulle. "Na warte, mein lieber Bürgermeister." Sie holte einen Sack aus ihrer Wohnung und eine Rabenfeder. Nicht die schwarze, auf der sie zum Spuken ritt, sondern eine weiße, die sie nur bei ganz wichtigen Gelegenheiten benutzte. In den Sack pflückte sie alles, was ringsum an den Zweigen hing. Dann setzte sie sich In den Sack pflückte sie alles, was ringsum an den Zweigen hing. Dann
setzte sie sich auf die weiße Rabenfeder und brauste davon. Ein Eichenblatt riss sich los und flog ihr nach. Ich komm mit. Ich auch. Ich auch, rief ein Birkenblatt und ein Buchenblatt und anderes Laub. Wir kommen mit. Ein Schwarm grüner Blätter flatterte hinter der weißen Feder her. Die kleine Frau Hullewulle brauste in die kleine Stadt, geradewegs auf das kleine Rathaus zu. Dreimal brauste sie um den Uhrturm. Dreimal krähte sie. Wehe, denn das gehörte zum Spuken. Punkt Mitternacht brauste die kleine Frau Hullewulle mit ihrem grünen Gefolge durchs offene Fenster hinein. Der Bürgermeister hatte bis zur späten Stunde seine Pläne betrachtet. Sie waren fein säuberlich auf weißes Papier gezeichnet. All die großen Gebäude, die Hochhäuser und Fabriken erfüllten ihn mit Stolz. »Was bin ich doch für ein kluger Kopf«, sagte er und rieb sich zufrieden die Hände, bevor er zufrieden ins Bett ging. Der Bürgermeister schnarchte. Er hörte nicht, wie es Mitternacht schlug. Er merkte nicht, wie mit dem 12. Schlag ein Windstoß durchs Fenster fuhr. Er sah nicht, wie eine weiße Feder hereinwehte und ein Schwarm grüner Blätter. Der Wind fuhr zwischen die Pläne auf dem Schreibtisch und wirbelte sie durchs Zimmer. »Wer seid ihr?« fragten die grünen Blätter verwundert. »Blätter«, sagten die Pläne und sanken auf den Schreibtisch zurück. »Ihr lügt! Blätter sind grün wie wir. Weiße Blätter gibt es nicht.« »Doch, gibt es. Zeichenblätter.« Die Pläne knisterten gekränkt. »Wenn das wahr ist«, sagten die Grünen, »wenn ihr wirklich Blätter seid, dann sind wir ja verwandt.« Sie mischten sich unter die Weißen und da lagen sie nun auf dem Schreibtisch grün und weiß durcheinander und führten knisternd wispernde Blättergespräche. Mittlerweile war die weiße Rabenfeder auf dem Bett gelandet. Die kleine Frau Hullewulle setzte sich dem Bürgermeister auf die Brust und obwohl sie so leicht wie ein Spinnweb war, kam es dem Bürgermeister vor, als läge ein Felsblock auf ihm. »Ich hab dir ein paar Träume mitgebracht«, sagte Frau Hullewulle und öffnete den Sack. Sie holte das Weinen der kleinen Mädchen heraus, den Zorn der Buben und die Seufzer der alten Leute. Da träumte der Bürgermeister, er sei ein Kind. Er saß auf der Straße, wollte spielen und wusste nicht wo. Er wollte sein Schiffchen schwimmen lassen und wusste nicht wie. Zwei alte Leute streckten die Köpfe zum Fenster hinaus und seufzten. Armes Kind, ja früher, als es noch den Wald gab. Der Bürgermeister stöhnte im Schlaf. Der Traum gefiel ihm nicht. Fort mit dir, murmelte er und wälzte sich hin und her. Träume weiter, befahl die kleine Frau Hullewulle. Sie holte den Nachtigallenschluchzer aus dem Sack. Der wog nicht schwerer als ein Hauch und lastete wie ein Berg auf des Bürgermeisters Brust. Ihm träumte, er sei ein Vogel und habe ein Nest mit 5 gesprenkelten Eiern. Die wärmte er unter seinem Gefieder, zwitscherte stolz und trillerte und flötete und sang aus voller Kehle. Da mischte sich in sein Vogellied ein fernes Rollen und Grollen, kam näher und verschluckte sein Lied. Durch den Wald fraß sich dröhnend ein großer Bagger, wühlte die Erde auf und warf die Bäume um. Der Bürgermeister piepste vor Schreck. Er schlug im Schlaf mit den Armen um sich wie mit Flügeln, aber es half nichts. Sein Baum erzitterte und stürzte, das Nest fiel zu Boden und die 5 Eier zerbrachen. Rasselnd rollte der Bagger über sie hinweg. Der Bürgermeister stöhnte und wäre gerne aufgewacht. Träume weiter,
sagte die kleine Frau Hullewulle. Da träumte der Bürgermeister, er sei ein Frosch. Er schwamm zwischen Seerosen und Silberfischen im Teich umher und war Erstsänger im großen Fröschechor. Aber mitten im schönsten Quarkkonzert rollte und grollte es von Ferne, kam näher und dröhnte so laut, dass man sein eigenes Quark nicht mehr verstehen konnte. Durch den Wald grub sich der große Bagger, schob Haufen von Erde und Sand vor sich hin und her und schüttete den Deich zu. »Hilfe!« quakte der Bürgermeister. Der Bagger fuhr zurück, brachte neue Erde und neuen Sand. »Hilfe!« quakte der Bürgermeister. Er glaubte zu ersticken. Er rang nach Luft, ruderte mit den Armen, strampelte mit den Beinen und wäre beinahe aus dem Bett gefallen. »Träume weiter«, sagte die kleine Frau Hullewulle und leerte den Sack auf des Bürgermeisters Brust aus. Da träumte ihm, er sei ein Hase und laufe um sein Leben. Sein Hasenherz klopfte zum Zerspringen, seine Hasenbeine berührten kaum den Boden. Mit ihm liefen Fuchs und Reh und Igel und Maus, und zwischen seinen Pfoten liefen Käfer und Ameisen, Raupen und Schnecken. Jeder war auf der Flucht vor dem großen Bagger, der sein eisernes Maul aufsperrte und alle verschlingen wollte. Der Bürgermeister rannte im Schlaf. Er bewegte Arme und Beine, er warf sich ächzend herum und plumps fiel er nun doch aus dem Bett. Auf dem Teppich schlief er weiter. Die kleine Frau Hullewulle saß kichernd auf dem Bettpfosten, weil er aber gar so jämmerlich stöhnte, kramte sie in ihrem Sack und fand ganz unten doch noch einen hübschen kleinen Traum. Den schenkte sie ihm zum Abschluss. Ihm träumte, er sei ein Schmetterling und fliege durch den Wald. Sanft schwebte er dahin, gaukelte und schaukelte, und so leicht und luftig war ihm zumute, dass er unten auf seinem Teppich die Arme ausbreitete und glücklich lächelte. Die kleine Frau Hullewulle war vom Bettpfosten zum Schreibtisch hinübergehuscht und wippte auf die Briefwaage. »Das gefällt mir wohl.« »Oh ja«, hauchte der Bürgermeister, »du möchtest wohl immer so weiterfliegen durch den Wald.« »Oh ja«, »dabei willst du ihn doch ausreißen. Und warum?« »Weil du nicht weißt, wie du es machen sollst, dass aus der kleinen Stadt eine große wird.« Die kleine Frau Hullewulle sprang von der Waage auf den Schreibtisch und fegte mit der Rabenfeder alle grünen Blätter mitten in die Mitte und die weißen außen herum. Dabei murmelte sie, »Hullewulle drumherum, Bürgermeister, sei nicht dumm. Lass den Wald für Mensch und Tier, wie man's macht, das siehst du hier.« Dann flog sie zum Fenster hinaus. Als die Rathausuhr 6 schlug, schreckte der Bürgermeister auf. Er lag auf dem Teppich vor seinem Bett und hatte Kopfweh. In seinem Schädel rollte und grollte es, als führe ein Bagger mittendurch. »Wie bin ich nur hierher gekommen?« murmelte er. »Und was habe ich nur heute Nacht alles zusammengeträumt? Lauter dummes Zeug, dass ich ein Hase war und ein Frosch und ein Vogel mit Eiern. Ein Vogel, bei mir piepst wohl ein bisschen. Das kommt davon, wenn man bis spät in die Nacht noch seine 100 Pläne studiert.« Er rappelte sich auf, ging zum Schreibtisch und traute seinen Augen nicht. Da lagen lauter grüne Blätter in der Mitte und die weißen Zeichenblätter lagen im Kreis herum. Eine Minute starrte er stumm auf die Blätter. Dann warf er die grünen in den Papierkorb, legte die weißen in die Schreibtischlade und sagte laut, »Unsinn, es ist beschlossen!« Vom Rathausturm schlug es 7:15. Es wurde Zeit, dass der Bürgermeister sich in den Wald begab.
aber vorher schrieb er noch einen Brief an Julius und Juliane. Liebe Kinder, ihr müsst heute leider ohne mich frühstücken. Ich habe viel zu tun. Vati. Er brachte den Brief ins Wohnzimmer, aber als er ihn auf den Tisch legen wollte, lag dort schon ein ähnlicher Brief. Lieber Vati, du musst heute leider ohne uns frühstücken. Wir haben zu tun. Julius und Juliane. Sieh an, so früh schon unterwegs, dachte der Bürgermeister. Tüchtige Kinder, das haben sie von mir. Dann machte er sich auf die Beine. Er musste sich beeilen, sonst fingen die Bagger ohne ihn an. Schon von Weitem sah er, dass der Wald bunt geschmückt war. Blau und rosa, grün und gelb. An jedem Baum hing ein Schild. Ich bin 100 Jahre alt, ich möchte gern 1000 werden, hau mich bitte nicht um. Vogelnester mit einem Achtung, zerbrechlich. Ich bin 100 Jahre alt, ich möchte gern 1000 werden. Vorsicht, Eichhörnchenwohnung, nicht stürzen. Vogelnester mit Eiern, Achtung, nicht stürzen, zerbrechlich. Vorsicht, Hasenwohnung. Hier wohnt ein Rotkehlchen und zwei Kohlmeisen. Vorsicht, Mäusewohnung. Kopfschüttelnd ging er von Baum zu Baum und las, was da geschrieben stand. Der Bürgermeister ging weiter. Vogelnester mit Eier, Achtung, nicht stürzen. Das nächste Schild hing am Wacholderstrauch. Vorsicht, Hasenwohnung. Der Bürgermeister ging weiter. Neben dem Ameisenhaufen fand er wieder ein Schild. Das nächste Schild fand er am Teich zwischen den Schilfhalmen. Hier leben mindestens 80 Frösche und noch viel mehr Fische. Bitte nicht zuschütten. Der Bürgermeister schaute sinnend auf den Teich hinaus. Die Frösche quakten. Die Vögel sangen, die Libellen und Schmetterlinge segelten durch den Sonnenschein. Da hörte man es von ferne rollen und grollen. »Die Bagger kommen!« schrien die Kinder und stürzten aus ihren Verstecken hervor. Der Bürgermeister breitete schützend die Arme aus. Hinter ihm standen die Kinder. Hinter den Kindern stand der Wald. »Umkehren!« rief der Bürgermeister so laut er konnte. Fort mit euch, der Wald bleibt stehen, keiner rührt ihn an. Kreischend und quietschend machten die Bagger Halt. Wieso? Riefen die Fahrer. Wir sind hierher bestellt. Wird denn unsere kleine Stadt nicht vergrößert? Sie wird. Wir bauen drum herum. Der Bürgermeister malte einen Kreis in die Luft und erzählte von seinem neuen Plan. »Oh, Vati«, rief Julius und Juliane, »wie bist du auf diese gute Idee gekommen?« »Weil ich ein kluger Kopf bin«, sagte der Bürgermeister. »Klugen Köpfen fällt im passenden Augenblick etwas Kluges ein.« »Bautz«, da fiel eine Eichel auf seinen klugen Kopf. Verlegen blinzelte er hinauf, im hohlen Stamm kicherte es, aber das konnte auch eine Spottdrossel gewesen sein. Bagger drehten um und ratterten davon. »Bravo!« riefen die Kinder und klatschten Beifall. Julius und Juliane hängten sich dem Bürgermeister an den Hals und gaben ihm alle Gute-Nacht-Küsse für die nächsten Wochen im Voraus. Dann wurde es feierlich. »Lieber Vati«, sagte Julius, »wir sind dir alle sehr, sehr dankbar. Was tut ein Bürgermeister, wenn er jemanden sehr, sehr dankbar ist?« Er ernennt ihn zum Ehrenbürger. Dann ernennen wir dich zum Ehrenkind. Ab heute darfst du mit uns spielen. Juhu, schrien alle. Dreimal hoch das Ehrenkind. Die Mädchen flochten ihm einen Kranz. Die Buben fragten, ob er Räuber oder Indianer sein wolle oder lieber ein Bleichgesicht, das sich an den Baum binden ließ. Alles, sagte der Bürgermeister gerührt. Aber wer sorgt dafür, dass die Stadt drumherum gebaut wird, wenn ich mit euch spiele? Das ist wahr,
rief Julius. Beeil dich bitte, weil wir schon so neugierig sind auf unsere große Schule und den Rummelplatz und den Zoo. Mach schnell, rief Juliane, weil wir uns schon so auf die Raketenrolltreppen freuen und auf die Düsenfahrstühle und auf den Turm mit dem Karussellrestaurant.